Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns True Damage an. Giants, also mit Becky G, Keke Palmer, Soyeon von Girl K-Pop, G-Idol, Duckworth und Thutmose. Also ich kenne jetzt nur Soyeon, sie ist die Rapperin von der K-Pop-Gruppe. Becky G kennen wir auch natürlich, ne? Ist auch bekannt. Die anderen kenne ich jetzt leider nicht, aber ich bin jetzt gespannt. Ich bin gespannt, wenn schon Becky G und Seon so dabei sind. So. Ja, das letzte Lied KDA Popstars war echt hammergeil. Und darum bin ich jetzt hier auch sehr gespannt, wie das ist. Lass uns mal anfangen. Da sind so viele Features dabei, also da sollte eigentlich was Gutes rauskommen. Und ich bin gespannt, wie die es gemacht haben, weil es geht ja um LOL. Okay. Ey, das ist richtig geil. Und diese große Turbine und sie sieht voll nice aus. Ja, ich finde auch den Comic-Look geil. So was habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, ich auch nicht. Ey, das sieht krank aus. Ich wusste auch nicht, hätte jetzt auch nicht erwartet. So. Ich weiß aber jetzt nicht, wer das ist. Okay, Becky G. Spanisch. Das ist Becky G. Ist das Soyeon? Ja. Weiß ich gar nicht. Ey, das ist aber richtig krank, ne? Also. Das ist Soyeon. Ja. Yeah, unsere Rap Queen aus Korea. Boah, das ist so alles gezeichnet, so weißt du, als Animation. So. Also stell dir mal vor, in echten Leben, die machen so ein Musikvideo. Das sehr viel Details halt, ne? Ja, das hat sehr viel Details und jeder Sänger, Sängerin, DJ hat einen eigenen Charakter da. Ja. Ey, und die Kulissen so, das. Ey, ohne Scheiß. So, ich muss ehrlich sein, ich habe erst gelesen, so LOL und so weiter, deswegen dachte ich, ja, ist irgendwie, keine Ahnung. Aber jetzt, wenn ich das sehe. Also, ey, sowas sollte es mehr geben. Ja. Ohne Scheiß. Fuck, also nur mit dem Schwert schlagen, dann tritt er die. Guck mal, jetzt sind die so in eine andere Welt drüber geschwungen. Ja. Das ist halt Rap. Es ist so vielseitig auch, das Lied. Ja. Jeder bringt halt seinen eigenen Style rein als Künstler. Also es ist bestimmt richtig aufwendig, sowas zu machen. Ja, Mann. Musikvideo, alles zu zeichnen mit den ganzen Effekten und. Auch in Paris. Da verschmetzt halt mit der Realität und mit der Comic-Welt. Erst von dieser Comic-Welt und jetzt in der Realität. Ey, ohne Scheiß, wenn es davon Comic geben würde zum Lesen, ich würde es mir holen. So. Weil ich finde auch die Charaktere, die schauen richtig geil aus. Ja. Interessant. True Damage. League of Legends. Cool. Mit dem Spiel kann ich gar nichts anfangen, aber mit dem Lied kann ich was anfangen. Cool. Cool. ja. War geiler Song. Sind wir uns alle einig eigentlich? Das war geil. Also der Look hat mich halt. Entschuldigung. Der Look hat mich halt überrascht und der Song halt. Ich hab's nicht erwartet, so, muss ich ehrlich sagen. War echt gut. Aber ich glaube, keiner von uns hat das erwartet, dass es so gut wird. Weil wir dachten uns zuerst so, dass so von dem Spiel so, was kann da schon rauskommen, so dabei. Ne? Und dann sowas, das schon haben die echt gut gemacht. Ja. Respekt. Ich werde mir das Video wahrscheinlich noch 10, 20 Mal angucken, ohne Scheiß. So, weil das hat so viele Details und ist so geil gezeichnet. Mhm. Und die Musik ist. Auch was für Comic-Liebhaber. Ja. Also schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das Lied fandet.
Falls euch unsere Reaction gefallen hat, lasst ein Like da. Mhm. Vergesst nicht zu abonnieren und kommentiert gerne andere Vorschläge. Genau. Und schaut bei Mehmet und bei TK vorbei. Right. Die Links findet ihr unten. Genau. Dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Video. Cheers.